Mit ihrem Licht sorgen sie dafür, dass man sich in Marktoberdorf auch nachts zurechtfindet. Die Straßenlaternen. 980 Megawattstunden waren im Jahr 2011 für die Speisung der Laternen nötig. Eine ganze Menge und ein Ansatzpunkt für die Kommune, Energie einzusparen. Die Stadt möchte beim Energiesparen mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen wird derzeit geplant, die Straßenlaternen auf energiesparende Leuchtdioden umzurüsten. Im Bereich Straßenbeleuchtung sind wir momentan dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen. Hier haben wir ungefähr ca. 3500 Straßenlampen, die wir in den nächsten Jahren alle auf entsprechende energieeffiziente Beleuchtung umstellen wollen. Unser Ziel ist hier, mindestens 40% Strom einzusparen in den nächsten Jahren. Ein ehrgeiziges Ziel, aber nur eines von vielen aus dem Klimaschutzkonzept, das jetzt in Marktoberdorf vorgestellt wurde. Energiesparen erfordert aber, dass alle mitmachen. Deshalb ist schon das Klimaschutzkonzept in 6 Sitzungen gemeinsam mit den Bürgern entwickelt worden. Und es soll nicht nur Strom eingespart werden. Man will in Zukunft bis zu 120% des benötigten Stroms klimafreundlich selbst erzeugen. Dafür könnte in Marktoberdorf die Windkraft ausgebaut werden. Und auch im Bereich Solarenergie gibt es ein gewisses Potenzial. Die CO2-Bilanz der Stadt zu verbessern, wird aber dennoch schwer. CO2-Bilanz in Marktoberdorf sind wir gegenüber anderen Kommunen etwas schlechter dran momentan, weil wir ein großer Industrie- und Gewerbestandort sind hier im Ostallgäu mit den großen Betrieben Ecofend, Rössle, Huppert Schmied, um hier nur einige zu nennen. Hier ist das Ziel 40% CO2-Einsparung bis 2020 zu erreichen. Die Kommune geht mit gutem Beispiel voran und baut schon heute Gebäude wie diese Kindergärten nur noch in Passivhausstandard. Auch der Straßenverkehr wird seinen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten müssen. So denkt man darüber nach, mehr Tempo 30 und sogar Tempo 20 Zonen einzurichten. Ob die ehrgeizigen Ziele dadurch erreichbar sind? Bürgermeister Werner Himmer ist zuversichtlich. Ich glaube ja, wird aber nur gelingen, wenn wirklich ja, das Bewusstsein zur Energieeinsparung auch in der Bevölkerung noch deutlicher zum Vorschein kommt. Das ist sicherlich noch ein Nachholbedarf da. Es gibt gute Ansätze und ich denke, die Stadt Marktoberdorf wird es ihre dazu tun mit einem kommunalen Förderprogramm, was der Staat ja beschließen wird, im Konzept schon beschlossen hat, die Neuauflage, wir haben das schon seit Jahren. Außerdem gibt es mehr Informationen zum Klimaschutz. Zentrales Element ist eine neue Internetseite, die jetzt vorgestellt wurde. Hier können sich die Marktoberdorfer mit wenigen Klicks informieren, wie es mit dem Klimaschutz in ihrer Stadt weitergeht. Und natürlich auch, wie sie selbst zum Gelingen des Projekts beitragen können, damit Marktoberdorf wirklich klimafreundlich wird.